gerade ein Beispiel ein. Zum Beispiel ein. Das beste Beispiel überhaupt. Das beste Beispiel überhaupt ist, wie ich mir mein Alter merke. Das hört sich jetzt völlig random an. Völlig random an. Völlig random an. Weil ich weiß, dass ich 26 bin. Weil ich weiß, dass ich 27 werde dieses Jahr. Mein Alter ist 26. Ich brauche mir das nicht so merken über diese Eselsbrücke. Aber ich erkläre das immer gerne so. Aber ich erkläre das immer gerne so. Besser gesagt, ich bin mal zu dem Schluss gekommen, weil ich irgendwie, ich hab keine Ahnung warum, ich hab über das Alter nachgedacht, über mein Alter. Und ich hab dann drüber nachgedacht. Das bedeutet, ich bin 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 2011 wurde ich 12, 2015 26. Ein Jahr älter als das Jahr. Ich bin 89 geboren. 90 ist eine 0, mein Alter eine 1. Ich bin ein Jahr älter als das Jahr. Das ist eine sehr einfache Rechnung, die für mich logisch ist und für mich Sinn ergibt. Die auch für euch Sinn ergibt, wenn ich euch erkläre, wie sie funktioniert. Das bedeutet, ich bin 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter, als das Jahr. Sprich, 2011 wurde ich 12, 2015 26. Das bedeutet, ich bin 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Sprich, 2011 wurde ich 12, 2015 26.